Herzlich willkommen zurück, ihr schunkulen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Unsere Gold pro Stunde Serie wird volljährig. Ich begrüße euch zu Folge Nummer 18 in meiner Serie Lasst uns Gold verdienen für Einsteigerinnen und Einsteiger unter euch, die ganzen Anfänger, die Casuals, Gelegenheitsspieler, denjenigen, die ein bisschen Lust haben, sich berieseln zu lassen. Ja, die Playliste, sie füllt sich mittlerweile. Wir haben jetzt, wenn ihr das guckt, Folge 18, habe ich schon weiter produziert. Zum Zeitpunkt der Folge 18 habe ich insgesamt 14 schon hochgeladen, veröffentlicht heute die Folge 8. Und dadurch, dass ich jetzt noch ein Stündchen habe, dachte ich, schmeiße ich jetzt hier die Cam an und wir spielen nochmal eine Runde. Ich bedanke mich für die riesige Resonanz. Ich habe ernsthaft gedacht, nach meiner Abstinenz über die Monate, wenn sich das 200, 300, vielleicht 400 Leute angucken, freue ich mich. Dann freue ich mich wirklich, weil ein paar Bock haben, sich von so einer Solo-Let's-Play-Serie auch ein bisschen inspirieren zu lassen, das zu begleiten. Ich bin mega überrascht, super erfreut, dass das so ankommt. Ich habe ernsthaft damit nicht gerechnet. Aber ich finde es toll. Es ist natürlich schön, ist auch eine Bestätigung, ja, wenn man so die Zeit, die Energie, auch die Leidenschaft, das merkt ihr ja, dass mir das wirklich auch Spaß macht, das zu vermitteln, das zu begleiten, ein bisschen was zu erzählen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für den Support, vor allem an die Kanalmitglieder, die jetzt die ganzen Monate, und ich hatte ja öfter mal so eine On-Off-Beziehung mit World of Warcraft, und es sind Dutzende von euch einfach dabei geblieben. Ihr habt, also, ihr das... Ne? Ich meine, alles wird irgendwie teurer, alles kostet mehr Geld, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und da dachte ich, muss ich was zurückgeben und deswegen gibt es für die Kanalmitgliederinnen und Mitglieder einfach vorab Zugriffe. Aber ihr seht, es wird alles veröffentlicht. Ja, ihr verpasst da nichts. Support kann, muss. Als Dankeschön, Wertschätzung ist aber gar keine Bedingung. Es ist alles free for all, es wird alles veröffentlicht. Die anderen bekommen ein bisschen vorab Zugriff. So, das ist mein Dankeschön für eure Unterstützung, das wollte ich jetzt nochmal zeigen. Vielen, vielen Dank für euren Support, ihr seid wirklich grandios. Und wir machen jetzt hier weiter mit Folge 18, Gold pro Stunde. Wir haben aufgehört mit 3521 Gold insgesamt, nach 13,5 Stunden. Ich habe das jetzt schon mal vorgetragen, oh, dass wir ein Stündchen mal da reinhauen. Und dann würde ich einfach mal sagen, geht sie mal los hier, die Lotte. Und wir starten. So, heute, ich habe das glaube ich auch im Thumbnail, den Auktionshaus-Char machen wir weiter. Und genau, ich habe da ein, zwei Ideen zu. Letzte Runde hatten wir den Goblin-Charmi auf den verlorenen Inseln. Und jetzt geht das mal weiter mit dem Auktionsmann. Ja, da wird jetzt viel, mal gucken, wie viel jetzt schon raus ist, weil ich jetzt die letzten 24 Stunden hier auch nicht im Auktionshaus war. Gucken wir mal. Wir sind bei 3521 Gold. Habe ich das richtig übertragen? Ja, passt. Alles klar. So. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was mich erwartet. Wenn die Gestiefel, okay, das sind hier Drops, hier dieser andere Kram. Da ist wahrscheinlich viel zurückgekommen. Ne, noch nicht. Ne, dann sind noch nicht ganz viel. Wir können ja gleich mal gucken, wann die Auktionen auslaufen. Die müssen jetzt demnächst auslaufen. Das sind hier Sachen. Ach, die hatte ich mir alle noch geschickt. Da kümmern wir uns jetzt mal drum, um die abgelaufenen und die sonstigen. Ich habe euch ja gesagt, wir bauen jetzt die Auktionshausarbeit ein in die Prozeduren täglich. Das wollt ihr machen, wenn ihr Casual spielt und die Zeit habt. Loggt euch ein auf den Auktionshauscharakter, stellt die Sachen ein und nach und geht dann wieder euren Standardprozeduren nach, dem Leveln, dem Aufbauen, den Dailies, den Weeklies, was immer ihr macht. Aber kümmert euch um die Auktionen, das ist unfassbar wichtig, die nicht zu vernachlässigen. Wir ordnen jetzt schon mal kurz zu. Die Sachen in die Gruppen, um die ich mich noch nicht gekümmert habe. Sowas wie Bergbauschaufel eines Kobolds. Da klemme ich mich mal ran. Die haue ich mal in die 899er Gruppe. Sieht man das ja alles? Ja. So, diese geborgenen Sachen, ne? Die stehen nicht im Auktionshaus. Die haben nicht mal Preise. Ist ungeheuer schwierig, das einzuschätzen. Wisst ihr, was ich da mache? Die haue ich mal alle in so eine... Ich meine, das sind 1000 Gold, ne? Man will es ja nicht übertreiben. Ich habe mir für Kupfer gekauft. Ja, vielleicht kauft sie jemand für 5000 Gold, aber was würde man selber dafür bezahlen? Wir können ja mal so einen Teaser machen, wir gucken einfach mal, was denn da rauskommt. Geborgen, ne? Ihr seht ja, da hatte ich auch schon durchnässte Sachen. So, Kadettenstulpen, 6900, das finde ich schon too much, aber was ich damit schon gemacht habe, die haue ich mal rein für 3000 Gold.
Die habe ich schon verdient auf anderen Servern. Die Kettenhose, ja, das ist in diese unterste Preisschublade. Perlenkordel nehme ich für 3.999. Das habe ich auf anderen Servern damit schon gemacht. Gucken wir mal, ob das hier auch so funktioniert. Diese wasserbefleckten Sachen ist jetzt wieder so eine Geschichte. Guckt euch mal die Regionsverkaufspreis 9. Das ist zu viel. Ich mache einfach mal einen Teaser und wenn die alle weggekauft werden, kann ich sie immer noch für mehr Gold einstellen. Wir gucken einfach mal. Zimmermann Hammer. Ja, da klemme ich mich mal drunter, ihr Lieben. So. Ja, das ist jetzt die Auktionshausarbeit. Das gehört halt dazu. Na, ich markiere wieder alle Gruppen. Ich nehme die hier unten weg, Crafting und Handwerkswaren. Und dann stellen wir den ganzen Fetz mal ein. Für 24 Stunden. Bevor wir mit dem Charakter hier weiter leveln. So, ne, ich mache das hier mit Makro. Also wirklich das Mausrad drehen. Ich kann ja jetzt. Ich drehe das Mausrad einfach einmal nur so kurz und lasse ihn dann weiterlaufen. Muss ja nur die Steuerungstaste gedrückt halten. Dann hat er die eingestellt. Was haben wir denn für Auktionen? Und guck, ah, ihr seht, die laufen hier gleich aus. Die laufen hier gleich aus. Soweit, so gut. Das ist interessant. Also seht ihr, ich habe jetzt auch hier die letzten 24 Stunden wirklich nichts gemacht. Ne? Also ich überwache jetzt nicht irgendwie 7, 8 Mal am Tag oder so, sondern wirklich gelegenheitsmäßig. Ich investiere selber nicht mehr diese Stunden. Das ist also auch authentisch. Ich mache jetzt nicht noch parallel hier 1000 Sachen, sondern ich habe mich wirklich nicht drum gekümmert. Ich kann ja jetzt aber mal gucken, wie viele Sachen denn schon unterboten worden sind. Ich nehme aber diese ganzen Daddel-Du-Gruppen hier unten mal weg. Ich mache mal alles bis 399 Gold und guck mal kurz, wie viel wir scannen müssen. Oh, sind genau 99, das ist mir noch zu viel. 58. Nehme ich erstmal diese Gruppe, alles ab 599 Gold aufwärts. Scannen wir einfach mal. Und ihr seht, hier ist nicht viel los, das heißt aber nichts. Ja, trotzdem ich die allein inseriert habe, gibt es keine Nachfrage. Das ist dann auch der Fall. Also das mag manchmal nichts nützen, dass ihr alleinige Anbieterinnen und Anbieter seid. Das ist dann einfach so. Das sind hier Drops, Low-Level-Drops. Da bin ich natürlich unterboten worden. Und den Steingollhammer stelle ich hier ein. Und vielen Dank nochmal für eure lustigen Hinweise, dass ich mich hier versprochen habe, hier meine Auktionsleisten, die Aktionsleisten, ja. So, das heißt, die Sachen, die jetzt nachher zurückkommen, stelle ich nachher jetzt nochmal ein. Die haben sich jetzt nicht verkauft, also muss ich jetzt nicht warten hier mit euch, bis die ablaufen. Wir haben aber wieder ein paar Sachen verkauft. Den weißen traditionellen Hanbok für 759 Gold schon wieder. Den kaufe ich jetzt gleich nochmal nach, ihr Lieben, ganz einfach. Also, das ist der erste Sale dann. Gut, alles war, mal gucken. Hier Seidenstoff haben wir verkauft. Krummschwert, wendige Stiefel, also. Ja. Diese BOE-Items, ihr Lieben, die verkaufen sich. Die verkaufen sich. So, schiebe ich mal hier unten hin. Die Sachen schicke ich jetzt wieder zurück. Die parke ich jetzt bei meinem. Ach so, halt, halt, halt. Ich hatte ja Sachen abgebrochen. Erstmal einstellen wieder. So, und wir können jetzt ja, um das Ganze ein bisschen nochmal zu demonstrieren, wie ich das auch für mich so nochmal machen würde, jetzt scanne ich jetzt nochmal die unteren Gruppen. Ja, ich muss zwar ein bisschen rumklicken, aber ich habe einfach die Kontrolle über das, was ich scanne. Und hier diese unteren, die stelle ich hier eigentlich nicht nach. Schon die hier lasse ich eigentlich auslaufen. Verkauft sich oder verkauft sich nicht. 131 Gegenstände, um Himmels Willen. Also die nehme ich mal weg hier. 129 ist mir auch noch zu viel. 106. Welche Gruppe? Ich muss da irgendeine Gruppe haben, die super viele Gegenstände hat. 121. 88. Ja gut, machen wir das jetzt hier. Das heißt, ich komme nachher zu dem Punkt tatsächlich, dass ich manchmal dann die Gruppen auch teile. Also dann mache ich eine 299, 298, 297. Je nachdem, denn wenn eine Gruppe nachher selber schon 300 Gegenstände hat, dann könnt ihr sie rausschmeißen oder halt nicht. Ne? Also muss ja nicht sein. So, die stelle ich jetzt einfach nach. Dass ich jetzt unterboten wurde, könnte daran liegen, dass ich diese Sachen in meinem letzten Video gezeigt habe. Und diejenigen unter euch, die jetzt das eins zu eins nachmachen, hier auf dem Server, ihr könnt ja mal sagen, was und wie ihr was verkauft. Das würde mich mal interessieren.
Dadurch, dass ich jetzt meine Auktionen eben nicht bekämpfe, werde ich jetzt dann auch eher bei diesen Geschichten eben nicht vorne stehen. So, das sind jetzt die Sachen, die normalerweise gleich abgelaufen wären. Die stelle ich jetzt einmal nach, ansonsten warte ich nachher, bis der Kram, bis der halt ausläuft. So. Und wenn wir nachher uns unfassbar vergrößern bei den Gegenständen, dann verschiebt sich tatsächlich der Korridor der Sachen, die wir einstellen, von jetzt 5 Gold bis 200, 300 Gold, ein großer Bauch, ziehen wir dann tatsächlich nach oben. Das heißt, dann auktioniere ich vielleicht nur noch Sachen, die bei mir bei 599 Gold irgendwie beginnen und dann bis 10, 15, 20, 50, 100.000 Gold gehen. Um das einfach zu bewirtschaften. Denn wenn ihr casual spielt und werdet sowieso laufend unterboten in kürzester Zeit, dann wollt ihr nachher vielleicht auch tatsächlich verhindern, dass ihr nonstop Misserfolge habt, weil alles immer zurück in die Post kommt. Das ist normal. Deswegen Diversifikation. Ihr müsst euch ausbreiten und das heißt, wir sind nachher in allen Expansionen unterwegs. Es funktioniert nicht anders, ja? Also wenn ihr jetzt nur diese Händler-Items macht, wenn das 3, 4, 5 Leute auf einem Server machen, dann gewinnt die Person, die die meiste Zeit investiert, wie immer. WoW, Gold verdienen ist kein Können, 0,0%. Das möchten sich mal hier gerne einreden, weil man natürlich auch dann einen Grund dafür hat, dass man wahnsinnig viele Stunden investiert. Es ist letztendlich Zeit und das Managen. Also, wenn ihr Stunden im Auktionshaus campen könnt, farmt ihr die Goldcaps. Die kommen von alleine. Wenn ihr diese Stunden aber nicht habt, müsst ihr diese ganz breite Masse nehmen, weil diejenigen, die unfassbar viel Gold machen, sich ausklinken aus diesem unteren Portfolio, weil sich das für die überhaupt nicht mehr lohnt. Die orientieren sich dann anders. Ja, das ist dann Multi-Account, Auktionshaus-Flipping, Handwerkswaren-Flipping, nachfrageorientiert tatsächlich gucken. Das ist BOE, serverweit tatsächlich handeln. Das sind teilweise Boosting-Geschichten. So, das heißt, ihr müsst irgendwie einen Weg finden. Insofern ist es dann ja auch mal authentisch in so einer Konkurrenzsituation, die Sachen hier ein- und nachzustellen. So, und jetzt glaube ich, kann ich, ich gucke jetzt nochmal, was ich jetzt hier im Auktionshaus habe. Die Sachen stelle ich jetzt hier nochmal ein und nach. Achso, wir sind dann jetzt bei 5.900 Gold, das ist doch ganz gut. So, die haben wir schon. Belegsauktion unter Auktionspreis. Und das heißt, die Sachen schicke ich jetzt wieder an meinen Jäger. Darauf verzichte ich jetzt auf die Sachen. Das sind ja die, ach ne, genau, das wäre mal mein hier, mein Bob-Item. So, aber die Geschichten gehen jetzt wieder an den Ork-Jäger und die kommen dann irgendwann mal wieder zurück. Und dann kann ich mich darum kümmern, wenn es mal wieder soweit ist. Im Zweifel dann Ende Dezember. So, und was wir jetzt machen, tatsächlich hier diese einzelnen, na gut. Was wir jetzt machen, jetzt kaufe ich mir nochmal diesen Hochzeits-Sunbock-Dingsbums nach. Also es gibt manche Händler-Items, die lassen sich ganz gut flippen, manche vielleicht nicht. Bei manchen Sachen einfach testen, so. Wenn man das jetzt nicht öffentlich macht, ja, das ist der Punkt, ja, jetzt geht ja noch darum, dass man vielleicht auch ein paar Sachen findet, so die irgendwie nicht jeder drauf hat. Aber auf manchen Servern hat man damit dann schon gewisse Nischen, ja? Und wenn das am Tag 1.000, 2.000 Gold sind, die ihr einfach garantiert macht, weil niemand anderes sie auf dem Radar hat, das ist ja der Gag dabei. Jetzt muss ich mal gucken, finde ich jetzt, war das hier, ne, beim Juwelier, warte mal, hier, nein, ich bin hier falsch abgebogen. Hier. Die Schneiderei, so. War das hier? Das ist gut, ihr seht hier auch bei den Auktionsmannen, seht ihr hier, ja, einer ist am AHA gelistet, das ist das Schöne an TSM. So, den haben wir verkauft, 2 Stück schon. Kaufe ich gleich mal 2 ein, ja, also wenn die so gut sind in der Nachfrage, seht ihr hier, ne, wenn man sich einloggt, das aktualisiert, die Sachen sind tatsächlich alle im AHA, so. Ja, gucken wir uns mal die Hochzeitsklamotten an. Wo will ich eigentlich hin?
Ja, und vielleicht findet ihr Händler-Items, die auf euren Servern eben dort keine Konkurrenz haben. Stellt sie einfach ein. Einfach einstellen, laufen lassen. Und wenn es 48 Stunden sind, was ihr nicht im Auktionshaus habt, könnt ihr nicht verkaufen. Ganz wichtiges Mantra, möchte ich schon sagen. So, das heißt, den stellen wir zum Normalpreis wieder ein. Den könnte ich jetzt nochmal 100 Gold teurer machen. Wir haben ihn ja schon wieder verkauft. Also ich ziehe ihn jetzt mal raus aus der Gruppe 799. Wir haben ihn zweimal schon verkauft. War da zweimal zu günstig drin? 949 Gold. Psychologie, Psychologie. So. Das Ganze nochmal. Jetzt seht ihr, zack, ist er schon in dieser Schublade drin. 9,49, bam. Und deswegen mag ich das so. Deswegen mag ich dieses meintüdelchen Schubladensystem so. Es mag völlig unorthodox sein. Es mag so aussehen, dass es sehr, sehr viel Arbeit macht. Aber es funktioniert für mich, ihr Lieben. Es funktioniert für mich. Und auf mehreren Servern habe ich damit meine Millionen an BOE-Items, die ich gefarmt habe, gemacht. Und auch unabhängig von Multiboxen oder solchen Geschichten. Es ist für mich meine Form der Warenwirtschaft. Und ihr seid völlig frei, das in eine Gruppe zu kloppen. Ihr nehmt eine feste Formel und macht x Prozent vom Regionsverkaufspreis, vom Marktpreis. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Das wiederhole ich bestimmt noch 290 Mal, weil mir das so wichtig ist, dass ihr das jetzt nicht 1:1 nachmacht. Ah, genau, Moment, Andreas hat das in diese 499. Das kann bei euch auch für 2000 Gold weggehen oder für 5000, vielleicht auch nur für 50. So, deswegen große Bandbreite an Gegenständen. Die Garnison machen wir weiter. Wichtiger Hinweis, die ganzen Garnisonsgeschichten machen mir keinen Spaß, wenn man nicht fliegen kann. Macht es mal bitte mit zwei Charakteren, einem Low-Level-Charakter und jemandem, der fliegen kann. Und berichtet mir einfach mal, wie ihr das findet. Ich finde, die Draenor-Kampagne zu spielen macht Laune, aber wehe, du kannst nicht fliegen. Deswegen habe ich mit euch jetzt nochmal was anderes vor. Ich will mal kurz gucken, ob ich die Quests bekomme. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Und ich würde gerne mit euch mal die Kompanie Bravo, heißt sie, glaube ich, mal wieder ein bisschen rekrutieren. Man kann nämlich wichtige Sachen machen. Es geht auch schon um Low-Level-Farm-Aktivitäten, die ich euch zeigen möchte. Kennt ihr die Möglichkeiten? Ja, ein bisschen out of the box denken. Ein bisschen unkonventionell vorgehen. Nicht die klare Richtschnur, nicht sagen, da musst du jetzt hin und das questen, sondern streut ein paar Sachen ein, die ihr so nicht machen würdet. Verlasst eure Komfortzone. Ja, die World of Warcraft ist riesig, sie ist umfassend, sie hat so viele Möglichkeiten. Und, und dann geht es ja letztendlich, dass ich euch einfach so ein paar Sachen zeige, daher quer durchs Beet. Ich dann nochmal, Gary hat gesagt, Mensch, wie sieht's aus mit Haustierkämpfen? Das mache ich tatsächlich auch alles. Ich will es jetzt nicht gleich überfrachten, dass hier irgendwie 17 Handlungsstränge laufen nach und nach. Ich werde jetzt auch nicht die nächsten 5 Charaktere erstellen. Jetzt fokussiere ich mich so ein bisschen, dass ich die ich habe, die werden jetzt erstmal so ein bisschen gelevelt. Und dann zeige ich euch, ja, darum geht es ja, was ich machen würde, wie ich mich ranrobbel an diese Themen. Und dann kicken wir mal. So, also Garnison kommt, eine der nächsten Folgen von die Draenor-Geschichten zu questen. Ich habe es, glaube ich, zu Beginn vergessen, aber erwähnt, ne? Die Playlist blende ich wieder ein, das, was ich ihm gerade gezeigt hatte zu Beginn. Und damit ist, glaube ich, jetzt schon, wenn ihr das hier seht, die Befürchtung, dass Andreas nach 5-6 Videos so ein Projekt abbricht oder beendet, hat sich hoffentlich zerschlagen. Und ich denke jetzt einfach so ein bisschen diesen ganzen Meilenstein. Und vielleicht mache ich dann zwischendurch Meilenstein-Videos, so ein bisschen so Catch-up-Zusammenfassung. Wo stehen wir jetzt gerade nach dem, was ich, immer zur Veröffentlichung. Ich habe, wenn ihr das jetzt guckt, habe ich wieder ein bisschen Vorsprung. Und bin dann wahrscheinlich jetzt hier schon bei Folge 23, 24. Aus Content-Gründen produziere ich immer ein bisschen vor.
Und das fand ich jetzt einfach schon gut, weil jetzt hätte ich einen Moment gehabt, aber selbst wenn ich jetzt nicht hätte spielen können oder wollen, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Schönen guten Tag. Hier sowas wie den Gnollschlemmer können wir gleich mal gucken. Das gibt nämlich schon ein Pet, das nehme ich dann jetzt gleich mal mit. Denn auch die geben ja ein paar Goldstücke. Weitere Einschätzung der Gefahr. So, wir spielen jetzt wirklich Rotkammgebirge. Und das Ganze erfüllt wirklich einen Zweck. Ja, ihr könnt immer unterstellen, alles, was ich hier mache, ist nicht zufällig oder so. Manchmal lasse ich mich vielleicht ein bisschen treiben, aber das hat alles schon einen Sinn und einen Zweck. Und Wahnsinn, ja, es ist so. Ich bin hier immer noch, ich habe das manchmal, dass wir die dann noch beobachten, bin ich noch voll auf diesem, ich habe Erbgegenstände an. Und dadurch knalle ich hier so in die Gruppen rein, weil man da nur arkane Explosion spammt. Das geht hier nicht. Ja, nutzen wir noch mal hier die Mage-Möglichkeit. Und futtern. Weil ich da jetzt schon wieder zu forsch war. Vielleicht lege ich mir sogar mal das Schäfchen hier hin. Weil ich vielleicht wirklich mal in den Moment komme, dass ich auch mal schieben muss, um mir ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Und ein Gedanke ist auch noch, ob ich umskille auf Arkan. Arkan habe ich ewig nicht mehr gespielt, dann wäre es für mich auch irgendwie neu, aber. Wenn man das hier sieht, macht das natürlich auch Spaß. Muss ich gestehen. Also Feuerspeck hat auch schon was. Wir können hier aber ja tatsächlich, wir sind hier im Rotkammgebirge, hier ist diese Einlog-Musik, die finde ich immer so ein bisschen nervig, die man hat am Charakter-Startbildschirm. Ich finde die Musik, die ist dann wieder schon ganz angenehm. Damit kann man Spiel unterstützen, hier das Ganze genießen, passt auch so in das Setting. Nein, und dich brauche ich vor allem erstmal hier. Einige von euch haben sich amüsiert, weil ich tatsächlich diese Flugzeugsteuerung habe, also. Wenn ich die Maus drücke und schiebe sie nach vorne, gucke ich nach unten, linke Maustaste gedrückt und ziehe nach hinten, ja, gucke ich wieder nach oben. Das ist für mich völlig klar, weil ich seit Jahrzehnten diese Flugzeugsteuerung habe. Und ich fände amüsant, dass einige von euch sich darüber amüsieren. Aber ja, das ist echt, echt nicht normal. So, ich wollte. Die persönliche Ressourcenanzeige, so den nehme ich jetzt mal raus. Ein paar Rotkammgnolle wollen wir noch wegbratzen. Hier habe ich jetzt natürlich kein Kräuterkunde und Bergbau. Ist immer so ein bisschen so, ah, ne, da fehlen dann so ein paar XP, aber. Ja, und im Rahmen dieser Rotkamm-Kampagne werdet ihr vielleicht feststellen oder warum werdet ihr nachvollziehen, warum ich sage, das lohnt sich, die mal zu spielen, falls ihr das noch nicht gemacht habt und seid wirklich Einsteiger jetzt in die World of Warcraft oder habt ein bisschen schon mal was gemacht oder vor vielen Jahren könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Es hat sich sehr viel verändert. Vor allem, wenn ihr vor Cataclysm gespielt habt, also wirklich Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, seid mit Cata irgendwie ausgestiegen. Muss man nicht auch spinnen? Braucht man auch Tarantelauge? Na, ja, ein bisschen was ist zu tun hier. So, die Kondoren haben wir auch gleich. Super. Und ich wiederhole mich gerne. Vielen Dank für eure Resonanz. Also, dafür mache ich das. Für mich, ich hatte so viele andere Games. Also, was ich auf Steam noch an Backlog habe. An Games ohne Ende. Es ist letztendlich durch
ja, durch euer Feedback, wenn ihr sagt, euch bringt das ein bisschen was, euch unterhält das ein bisschen, ihr bekommt ein paar Gedanken. Und wir sind dann noch so total am Anfang, also bei dem, also 1,2% dessen, glaube ich, was ich zeigen möchte. Gibt noch so viel zu tun und so viel zu zeigen. So, mal gucken, ob die... Oh, doch, das ist machbar, ne? Hoffe ich. Also ich habe hier schon Probleme gehabt bei dem... Genau, burn, baby, burn. Ja, müsste aber eigentlich passen. So, die lässt fallen dieses Rotkamm-Tarantelei. Wenn ich das jetzt lerne, das ist das hier. Habe ich jetzt gelernt, die Rotkamm-Tarantel ist in meiner Bibliothek und zwar unter Haustierführer. Hä? Achso, ja, mal Filter rausnehmen. Also ich habe hier schon so ein paar. Ich muss mit dem Account mal was gemacht haben. Ne? Also normalerweise wird das bei euch dann eher hier leer sein. Aber guckt euch das an. Hier Level 11, das höchste Level 9. Level 9, also ich habe hier jetzt nicht groß was gemacht. Insofern fange ich mal mit einem weiteren Charakter, den ich dann level. Nehmen wir ein paar Haustierkämpfe mit. Und die Rotkamm-Tarantel ist jetzt, was haben wir jetzt gesagt? Hier ist sie. Immer wenn ihr das hier mit Rechtsklick in den Käfig setzen könnt. Dann, wo ist sie denn hier? Habt ihr sie hier? Ist jetzt ein Kampfhaustier Stufe 1. 16 Mal gelistet, weil man Multiserverhandel vor allem, bevor jetzt die Änderungen kamen, mit Haustieren gemacht hat. Käfig setzen, ja. Kann man serverweit einfach handeln und woanders rauskaufen dann wieder. Ja, oder günstig einkaufen auf einem Server, kauft ihr die ein, verkauft sie auf einem anderen Server mit den Charakteren. Das war damals eigentlich so ein bisschen die Brücke. Also ihr seht, hat Potenzial. Das packe ich auch in eine meiner Gruppen. Regionsverkaufspreis hier 61 Gold, 98 Gold derzeit. Ist in Ordnung. Ist auch Goldpotenzial insofern. Gary, danke, wichtiger Hinweis. Gibt auch noch ein paar andere unter euch, die darauf hingewiesen haben, Mensch, was ist denn eigentlich mit Kampfhaustieren? Und Balder wird sich freuen. Ja, einer unserer Stammzuschauer, der sagt, ach cool, dass Anima endlich 100 Jahre später anfängt hier mit Kampfhaustieren. Ja, das ist doch hier quasi geschenktes... Oh, herrlich, das liebe ich, ne? Diese Proc-Abfolge, das ist mega. Das ist schon cool. Du bleibst hier. Gravierte Lederhose. 200 Gold, okay. Okay, okay, okay. So, hier mache ich jetzt mal ein Schäfchen. Aber wenn man nicht weiß, wie viele andere gepult werden. Bam. Gefühlt leveln ganz viele immer nur mit Frost. Aber ich muss sagen, ich sehe hier auch Potenzial für Feuer. Wölfe macht Laune. Vor allem, wenn solche Procs kommen, das ist natürlich schon cool. Eine Kiste haben wir nicht. Die kann wieder entsprechend hier irgendwo. Also hier könnte eine sein. Ein bisschen weiter oben vielleicht noch. Hier in dem Bereich. Aber vielleicht haben wir Glück. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es so. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Und wenn wir dann die Stunde rum haben, kann ich nochmal nach einer Auktion gucken. Und das, finde ich, baut ihr auch immer ruhig so ein in eure Routinen. Zu Beginn einmal auktionieren, zum Ende einmal auktionieren, Sachen rüberschicken. Dann läuft das alles irgendwann quasi fast von alleine. Von alleine leider nicht, man muss ein bisschen was tun, aber... Huch, das war falsch. Jetzt habe ich das auch nicht schlecht. Habe ich den Hasen da umgesemst. So, hier oben der... Achso, ich wollte gerade sagen, kann manchmal ein Rare sein. Da ist auch einer, ja. Also den habe ich jetzt schnell entdeckt, als das Tool
Von daher orientiert euch gerne mal an den Totenköpfen, weil das Tool das manchmal verpeilt. Oder man muss erst mit dem Mauszeiger drüber gehen und sagt, ach ja, stimmt. Da ist ja tatsächlich ein Rare Mob. Sag mal hallo. Es weihnachtet hier bald sehr. Ja, also auch ohne Erbstücke geht das. Es ist ein bisschen mühseliger. Also der Killspeed ist auf jeden Fall doppelt so lange. Definitiv doppelt so lange. Aber es ist jetzt auch nicht dramatisch. Neue Spielerfahrung. Ja, hilft ja nichts. Das ist ja... Komm mal runter, Fletchzahn. Ja, super. Jetzt habe ich den ernsthaft da oben weggeschottet. Und komm da jetzt wahrscheinlich nicht hin. Ja, alle unter euch, die eine Fail-Compilation bauen, haben jetzt hier schon Stoff. Es sei denn, ich finde jetzt doch noch einen Weg. Okay, ich nehme alles zurück. Das wäre jetzt super gewesen. Gut, jetzt für die Soldatengemaschen wäre es nicht tragisch. Wäre es nicht tragisch, aber... So ein bisschen Safe Ownage war da schon dabei, ihr Lieben, ne? Genau, Flugpunkt. Oh, jetzt, ihr seht, das ist gerade nicht hier in meinem hier Mitteilungsfenster. Sehe ich gerade Massen an, was hier alles abgelaufen ist in Aktion. Genau, Flugpunkt aktiviert. Es gibt nachher irgendwann Spielzeuge, die ich auch kaufen könnt. Da schaltet ihr dann alle Flugpunkte frei, dann ist alles aufgedeckt. Der Nachteil ist ein bisschen, ihr kriegt ja nicht mehr diese Erfahrungsfreischaltung, die auch ein bisschen XP geben. Was wollte ich jetzt machen? Ich bin hier völlig falsch. Ich muss die Quest davor noch abschließen. Das war manchmal ja. Erstmal ein Schluck Käffchen. Also wenn ihr eine Stunde so am Abend habt... Zum Nachmittag oder morgens vor der Arbeit, je nachdem. Das ist ja auch total unterschiedlich. Ich kenne auch einige, die wirklich morgens also um 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr eine Runde daddeln. Dann geht das los, das ist dann die Spielzeit. Oder abends am Wochenende plus 1, 2 dann dazu. Deswegen hatte ich auch schon Doppelfolgen veröffentlicht. Nehmt euch immer so ein Ziel vor, was in einer Stunde so machbar ist, was passt. Das können auch bestimmte Farms sein, ja. Instanzen irgendwie durchzufarmen, gewisse Sachen zu testen. Ich glaube, das bringt immer... Am meisten, weil ihr das Gefühl habt, danach habt ihr was abgeschlossen, auch wenn nicht immer der Loot kommt. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Das ist alles eine Frage von RNG und... Ihr kennt ja meine 50%-Regel. Ein Item droppt oder es droppt nicht. Das sind 50%. Ein Item verkauft sich oder verkauft sich nicht. Es ist immer die 50%-Chance. Das entspannt sozusagen... Die innere Einstellung und Haltung dazu. Kollateralschaden hier. Bergbaumwollschwänzchen. Das ist ja auch ein super Scrabble-Wort. Bergbaumwollschwänzchen. Wenn ich das zu meiner Frau sage und dann die nächste Woche offline bin, aufgrund der Folgen dessen, dass ich ihr das gesagt habe, habe ich trotzdem genug vorproduzierten Content. Den ich dann nach der Genesung, weiter aufnehme. So, wollen wir mal gucken. Also genau, ich fokussiere erstmal Level. Ich möchte euch hier das Rotkammgebirge zeigen, weil ich das auch nutze zum Farmen. Zumindest für eine Weile und Etappe. Nur Talentpunkt, bevor ich das wieder vergesse. Oh, Spiegelbild. Spiegelbild schockt. Spiegelbild schockt wirklich, finde ich. Jetzt brauche ich gleich noch die dritte Auktionsleiste. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Für die Allianz. Siehe den Ehrenfreund.
So, dann geht das hier weiter. Was haben wir denn hier? Irgendwas, was ich nutzen kann? Und das ist schon mal eine kleine Verbesserung. 32. Das ist gut, ja. Ohne Erbgegenstände, ohne Heirloom, Erblut. Ist genau das jetzt. Das, was ich benötige. Und ich queste nach wie vor in diesen uralten Gebieten. Ist vielleicht Gewohnheit, ist für mich die sichere, intuitive Umgebung. Und in den anderen Folgen habt ihr gesehen mit dem Goblin, den ich gelevelt hatte, dass ich mich da nicht intuitiv bewege. Und anfangen muss nicht nur ein Questtext zu lesen, sondern 4, 5 oder 6. Und denke ich schon so, oh nee, dann spiele ich halt Brain AFK eine Schiene durch und ab die Luzi. Und weiß, was ich mache und weiß dann schon, was kommt. Und Questbelohnung gibt es hier ja auch. Aber ich werde das im Rahmen dieser Reihe ein bisschen auflockern, dass wir alle Expansionen mal nehmen, die wir dann nachträglich auch noch in vier verschiedenen Bereichen abfarmen. Das ist ja, es gibt so viel Gold-Wertschöpfungspotenzial in allem, was pre-Dragonflight ist. Und das ist ein großes Phänomen. Dragonflight hat zumindest die Garantie durch die Handwerksmaterialien und das, was ihr dort macht. Das hat immer eine Nachfrage, aber auch gerade die alten Materialien sind sehr interessant, weil sich nicht alle darum, sag ich mal, bemühen, weil man nämlich nur eine Stunde Zeit hat. Warum farmt man denn zum Beispiel hier im Rotkammgebirge, was bei dem, was ich hier zeigen möchte, das ist nachher irrelevant, wenn ihr Level 70 seid, aber jetzt im Rahmen des Levelprozesses ist es eine Kombination von XP-Farmen und Sachen looten und wenn sie geringere Item-Level haben, sind die Händlerverkaufspreise geringer, das senkt auch die Auktionshausgebühren. Und so Königlicher Danguye wurde verkauft. Ich weiß nicht, ob es eine Nische ist, also dadurch, dass ich die anderen Sachen nicht verkaufe und nur die, das scheint eine Nische zu sein, keine Ahnung. Ja, das heißt, ich muss daran denken, nach dem, ich glaube, da hinten ist der, nee, da glaube ich unterschiedliche Spawnpunkte. Normalerweise ist da hinten, gucken wir gleich mal hier, diese Halskette, nicht diese Halskette. Mit 600 Gold ist der königliche Danguye vielleicht zu günstig drin. Die anderen Sachen, habt ihr gesehen, haben sich nicht verkauft, alles unterboten. Mal gucken. Mal gucken. Aber dieses Geräusch, dieses Kassenklingeln. Ist das nicht toll? Ich liebe es, es ist so toll. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Und meine Frau auch. Meine Frau auch, die auch. Aber dieses Kassenklingeln, ne? Das ist so toll. Dafür steht man morgens auf. Nein, so. Nächste Quest. Auch so eine Daddle-Doo-Quest nehme ich mit. Das laufen immer noch. Wie viel Auktion habe ich denn drin gehabt? Achso, das ist diese ganze gewebte Weste. Ah, okay. Also diesen ganzen Quatsch muss ich nachher wieder nachstellen. Aber das gehört dazu. Das ziehe ich mit euch jetzt auch durch. Kann ich euch helfen? So. Eine Falle. Stellt von eurer Klasse immer auf alle und dann seht ihr auf einmal, hier gibt es so ein Schild zu kaufen. Das nehmen wir mit. Limited Vendor Item. Welcher Rundschild? Kara Adams. Rotkammgebirge. Lass uns das doch mal aufschreiben. Aufschreiben. Die ich jetzt mitnehme. Kara Adam im Rotkammgebirge, das ist Wächterrundschild. Speichern. Da können auch noch andere Sachen spawnen, je nachdem. Bei ihr jetzt weiß ich nicht, müsste man jetzt nachgucken. Aber auch hier, guck mal, die beiden hab ich noch nicht in einer Gruppe. Damit kaufe ich die. Man sieht sich. Alles, was ich nicht in einer Gruppe habe, wird gekauft. Auch hier wieder auf alle Stellen.
Doch, die sind ist in der Gruppe 399. Die habe ich noch nicht drin. Schuppenpanzerhose. Schuppenpanzergürtel. Schuppenpanzerstiefel. Interessant. Wieso habe ich die in einer Gruppe und die anderen nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich jetzt auch nicht verstehen. So, die verkaufe ich, weil das nichts wert ist hier für mich. Die Seelengebunden, das kann weg. Das kann ich, das werde ich hier entzaubern. Das ist alles Crap. Vielleicht kloppe ich das ins Auktionshaus, aber das ist dem Grunde nach, es ist Schrott. Das ist wirklich Schrott. Ach so, den habe ich gar nicht eingestellt eben, oder? Ne, doch, eines im Auktionshaus, ich habe ja zwei gekauft. Entschuldigung. Ja. 49 plus weg, die behalten wir. So, und die Sachen, ne, immer mal gucken, manuell drüber gucken im Zweifel. Das ist jetzt alles noch beherrschbar. Diese brauche ich nicht mehr. Wir haben jetzt genug Gold, um zukünftig Taschen zu kaufen. Auch das ist schon so ein Perk. Das ist so ein Riesenvorteil, dort autark zu sein und nicht mehr limitiert durch Taschenplatz. So, und es geht noch weiter im Rotkammgebirge. Schönen guten Tag. Ich glaube, bei ihr... Nee, nicht bei ihr. Falsch. Moment. Wie geht's? Da. Schwarzwelpentunika nehmen wir mit. Die rote Wolltasche. Einfach das, was wir finden. Amy Davenport. Das strukturieren wir mal um. So, Rotkammgebirge, Amy Davenport. Dort haben wir gerade gekauft. So, das ist doch nicht verkehrt, oder? Ich protokolliere das einfach mal. Ich hatte das, glaube ich, in der letzten Folge schon vergessen, aber... Dann hat das Ganze noch einen Mehrwert im Rahmen dieses Projektes. Ich wollte das sowieso machen, damit verbinde ich eine Geschichte, die ich damals machen wollte, mit jetzt. Um einfach da mal zu gucken, haben wir sie schon und nachher muss ich das wahrscheinlich noch anders strukturieren, nämlich hier östliche Königreiche. Östliche Königreiche, damit man das nachher schneller findet. Kalimdor, machen wir das doch mal, östliche Königreiche. So, was haltet ihr davon? Muss ja nicht hübsch aussehen, es geht um die Information, ja? Layout ist hier für die Toilette. Aber das ist ja egal. Es geht darum, hier einfach schon coole Erkenntnisse mit euch zu teilen, für euch zu präsentieren. Und dann irgendwie Gold zu verdienen. Also von mir aus verdient ihr das Gold. Mir ist ja fast egal. Ich sagte ja, für das Projekt ist natürlich schön. Ich brauche ja irgendwie auch Erfolge. Es wäre irgendwie doof, wenn ich dann jetzt in einem Monat immer noch bei 5000 Gold stehe. Aber es ist unironisch und ehrlich so, für mich ist der Erfolg größer, wenn ihr sagt, ihr habt hier Sachen gefunden, seid inspiriert, dass ihr damit Gold macht, weil ich es für mich durchgespielt habe. Es ist Gold war bisher, deswegen auch meine Inaktivität. Deswegen habe ich ja so viel gemultiboxt, weil mich die Mechanik viel mehr interessiert, weil das viel mehr Spaß macht. Das Goldfarmen ist für mich durch. Ich habe mein Blizzard-Guthaben in sehr viel Quatsch wie Hearthstone, animierte Goldkarten und Call of Duty Punkte, über das ich auch nicht gerne irgendwie spreche, investiert und kam nur dummes Zeug bei raus. Also die wahre Währung ist eure Zufriedenheit und eure positive Resonanz, die sagt, klasse, das hat mir geholfen. Ich fühle mich hier ein bisschen an die Hand genommen. Stellt eure Fragen, freue mich wieder auf die Daumis, auf die Kommentare. Auf die Resonanz. Ich habe bisher, ich hoffe, ich habe das jetzt hier bis zu dem Video, wenn ihr das seht, durchgehalten. Ich beantworte alle Kommentare, absolut alle. Ich lese jeden Kommentar. Das für mich natürlich leichter. So jemand, der irgendwie 5000 Kommentare am Tag bekommt. Die Großen, die können das nicht so. Ich kann das. Ich bin nur so ein kleiner YouTuber. Wir sind eine kleine Community. Das ist auch der Vorteil beim Thema Goldmaking vielleicht. Stellt euch vor, wir wären 10-mal größer, dann hätten wir auch 10-mal mehr Konkurrenz im Auktionshaus, richtig? So, das nehme ich auch mit. Ich will mal kurz gucken, ob hier auch noch... Hallo?
Kochkunstlehrerin. Das lerne ich, lerne mit allen Charakteren erstmal alles so on the fly. Ob ich das nutze, weiß ich nicht, aber dann habe ich das. Vielleicht habe ich da einen Charakter, bei dem sage ich, so mit dem lerne ich jetzt aber den und den Beruf. Schönen Tag auch. So, hier wollte ich nochmal gucken. Es ist auch ein bisschen so eine kleine Entdeckungsreise, ja? So ein bisschen back to the roots. Und, oh, wir haben eine Dreiviertelstunde rum. Und ich bin, also, ihr seht jetzt eigentlich immer noch gar nicht, warum ich hier bin. Dazu kommen wir dann aber. Wenn es nicht in dieser Folge klappt, dann halt in der nächsten. Ich will ja auch nebenbei ein bisschen erklären und erläutern. Und ich sage ja nicht so hart auf die Stoppuhr und hier effizient durchziehen. Sondern auch immer so ein bisschen die Gedanken dazu erklären, dessen, was ich hier mache. So, genau, dann habe ich hier vergessen, das könnte ich auch mal anlegen, das ist auch hier die lodernde Barriere, ja, weil sie auch nochmal Damage abgibt. Alles nutzen. Und nochmal Gedanke zurück, warum jetzt hier im Moment Garnison, hast du angefangen, jetzt hier Level 18, was soll das? Ja, weil ich mit euch Draenor spielen will, mit dem Charakter, aber ich möchte fliegen können. Spielt das mal, nehmt mal sofort gerne ab Level 10 die Einführungskampagne Draenor. Und es gibt die, ihr könnt sie auch skippen, ihr müsst sie nicht spielen. Ihr brecht die Kommentar ab, die Quest ab von Khadgar, bitte abbrechen. Und dann geht ihr nur durchs Portal und dann seid ihr direkt an dem Startpunkt dessen, der diese Garnison aufbaut. So, dann könnt ihr direkt mit Level 10, Level 11 sofort anfangen, die Garnison aufzubauen. So, und dann braucht ihr 20 Level lang, müsst ihr da irgendwie rumreiten und zu Fuß und zu Land alles machen. Lord, das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Also finde ich. Schreibt mir gerne, wenn ihr das anders macht, aber ich finde diese Wegezeiten, da ist Draenor für mich eine der schlimmsten Expansionen, was das, was die Wahl angeht, wenn ich das zu Fuß machen würde. Ich würde tatsächlich lieber von, keine Ahnung, Tanaris bis nach Danassos mit dem Schiff inklusive dann, also laufen und dann die kleine Bootstour zum Schluss nehmen, bevor ich Draenor komplett ohne Fliegen durchspiele. Gab's auch mal bei WoW-Bot. Hieß das so? Kennt ihr diese Comic-Folge von WoW-Bot? Da läuft auch diese Elfe von Danassos dann mit dem Schiff rüber. Die östlichen Königreiche. Nach Minithil und dann, glaube ich, bis in den Elvenwald. Ich spoiler da. Ihr müsst das sehen. Das will man, weil es einfach, also man ahnt, was kommt. Das ist aber echt putzig gemacht. Und das ist ein Video von einer Dreiviertelstunde dauert der Weg. Oh, das war jetzt hier mutig von mir. Warte mal. Wo sind meine Spiegelbilder? Wo ist hier? Da. Ich würde sagen, hier kann manchmal auch ein Rare sein. Das jetzt aber nicht da. Die Rares machen sich auch gerne mal rar. So, eine noch bitte. Dreiviertelstunde rum. Es ist einfach verrückt, wie die Zeit fliegt. Es ist einfach verrückt. Was kann ich für euch tun? So, zumindest gibt es hier ab Level 20 dann schon mal die schnellere Reitgeschwindigkeit, die wir natürlich auch sehr gerne mitnehmen. Zauberstab, das ist ja alles Schlons, das kann man alles verkaufen. So, ein paar Sachen schicke ich jetzt schon mal, schicke ich rüber, genau.
Ich bin ja auf dem Auktionschar, ich muss nichts rüberschicken. Ja, genau, ich schicke mir mal so ein paar Sachen rüber. Aus der Gewohnheit. Was sagt ihr, Skillpunkt setzen? Mach ich. Ja, auf jeden Fall, das ist gut. Das ist gut. Also auch hier level ich nach Gefühl. Da kann man sich auch Guides anschauen und so, aber ich finde dieses alles durch Guides und Tools. Ja, TSM ist jetzt hier ein mächtiges Werkzeug. Das möchte man nicht missen, aber manche Sachen möchte ich dann auch so erspielen, ohne dass ich das Gefühl habe, WoW ist gar nicht spielbar ohne Add-ons und ohne Tools und ohne Erklärung. Das ist ja auch so eine Grundkritik, aber das muss man dann einfach mal ignorieren. Einfach mal so spielen und dann ist es jetzt nicht der perfekt gesetzte Skillpunkt. Ja und? Who cares? Also wen interessiert es denn bitte? Kriege ich die Mobs trotzdem umgeklatscht? Ja, also. Und für eine authentische Erfahrung fange ich eben jetzt nicht an zu sagen, so Leute, bevor wir jetzt anfangen zu leveln, 2 Stunden Exkursion in die höchst effizientesten Questlinienabarbeitung und die besten Skillung und wie farm ich schon besten Slot-Items ohne Erbgegenstände, so ein Blödsinn, hab ich gar keinen Bock zu. Und ihr glaube ich auch nicht, also kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen erstmal ein bisschen sammeln. Genau, die Vorratskisten und die Halsbänder. Das ist jetzt wieder ein bisschen Grind. Hier hinten muss man ein bisschen aufpassen, ja, was die dicken Louis hier angeht. Die braucht man nachher noch. Diese Schlucht der Teens. Ja, und ich fürchte, ich werde noch eine Folge brauchen, um... Also ich bereite jetzt das vor, was ich euch zeigen will. Schön hier. Wichtig ist natürlich, dass euch das Leveln sowieso Spaß macht, ne? Wer sich jetzt hier schon gequält fühlt und sagt, das ist jetzt echt die Hölle, die Charaktere hochzuspielen, dann ist die World of Warcraft vielleicht nicht das richtige Spiel für euch, denn es lebt ungeheuer davon, dass man zumindest 1, 2 weitere Charaktere hat. Also man braucht keine Twink Army, wie man sagt. Aber auf jeden Fall habt ihr natürlich wesentlich mehr Erfolg, wenn ihr nicht nur einen Charakter spielt, sondern 2, damit ihr schon 4 Sammel-Produktionsberufe bedienen könnt. Und so ohne Berufe wird es einfach schwierig. Ich werde zeigen, dass man mit den BOE-Items einiges machen kann. Aber nicht nur die gefundenen, sondern ihr braucht nachher wirklich das Thema Crafting. Ihr braucht zwingend das Thema Crafting und ich brauche hier gleich Lebenspunkte. Jetzt bin ich gleich weg vom Fenster. Was, wo kommt er denn jetzt her, bitte? Nerv. Was war das denn hier? Ach so. Kauterisieren. Ich glaube, kauterisieren hat mir gerade ein bisschen... wo ist es denn? Mit dem Popo gerettet. Genau, hier Quest beenden ist ganz wichtig. Genau, wir müssen jetzt die Vorratskisten nochmal weiter sammeln. Also ohne Erblut kriegt man hier wirklich, also zwischendurch wirklich auf die Glocke. Du bleibst hier. Ach so,
Ja, dann nehme ich die irgendwie noch mit. Also, wenn ihr App-Gegenstände habt, könnt ihr euch hier durchfräsen. Also, ihr zerlegt die hier in zwei, drei Shots. Könnt ihr tatsächlich mit Arcane Explosion hier alles wegspammen. Das mache ich jetzt hier nicht. Also, es geht einfach nicht. Wir bleiben dran. Sagt der Mann. Kann ich hier so... Ach so, ach, das sind sie bescheuert. Kommt jetzt hier durch? Oh, nervig. Das ist echt nervig. Fühlt sich ein bisschen an wie Classic. Und da ist der nächste. Wir haben auch kein Zuhause irgendwie, ne? Kurzer Jagdbogen, 585 Gold, ja. Also seht ihr aber Verkaufsrate 0,021. Also im Grunde nach, ja, es ist... Alles verkauft sich irgendwie. TSM Accounting beweist, die Sachen verkaufen sich. Wann und wie und auf euren Servern steht dann da nicht. Ja, das sind einfach immer nur Orientierungswerte. Außer Logik kann man sagen, könnt ihr alles einstellen. Ihr könnt aber nicht verhindern, wenn Leute das irgendwie kaputt dumpen. Dann ist es so. Emotionen raus. Dann konzentriert man sich auf andere Sachen. Denn in der Masse sind es die Sachen, die sich ja sowieso nicht häufig verkaufen. Würden sie sich häufig verkaufen, dann wären ja mehrere dabei, dann wäre das auch gar kein Problem. Dann wird man regelmäßig die Post abholen. Also, wenn Leute ihren Warenkorbmanagement klettern, dass sie ein, zwei Stunden nämlich dann täglich im AH stehen, nur um die ganzen Sachen einzustellen, von denen sich 99% nicht verkaufen, ist dann nicht euer Nachteil, das ist dann deren Zeit. Also ne, versucht das, gibt es auch mal so zwei Perspektiven. So gehe ich auch mit diesen ganzen, ich werde laufend unterboten Sachen um, ja, dann sollen sie das doch machen. Dann klinke ich mich vielleicht irgendwann aus dem Markt aus, dann man sieht ja dann irgendwann, tut sich da überhaupt irgendwas oder nicht? So, und das ist dann in Märkten, bei denen die Items 500 Gold kosten, ist das jetzt nichts. Ja, man kann dann irgendwann selber dumpen. So, aber dann dumpt man sich und unterbietet sich jeweils mit 200, 300 Gegenständen auf 50 Gold. Ist es die Zeit dann wert? Und dann kommen wir zu den Opportunitätskosten. Ja, ist dann, bin ich nicht mit dieser einen Stunde nachher besser behaftet? Und das werde ich dann zeigen, indem man lieber so ein paar Sachen gezielt farmt, Loot-Tabellen gezielt angeht. Ich sage extra Loot-Tabellen. Man kann nicht Sachen gezielt farmen, sondern nur Loot-Tabellen. In der Hoffnung, dass der Zufallsfaktor dazu führt, dass ihr dieses Item looten könnt. Das ist ein Glück oder Pech. Es gibt halt keine Garantien. Es gibt eine Prozentchance. So, aber das kann auch eben alles mal nach hinten losgehen. Und dann weicht man halt aus. So, das ist einer der Gegenstände hier, dieser Gnollschädelberster. 34.000 Gold sind Blödsinn, aber das ist einer der Punkte, warum ich jetzt auch im Rotkammgebirge farme. Es gibt nämlich dort auch das ein oder andere Lost Item, das man jetzt wieder auktionieren kann. Ich halte jetzt 34.000 Gold für Banane, aber wir stellen das ein und wenn jemand sagt, das ist mir zu doll unterboten, kann sie oder er das herauskaufen und teuer reinstellen. Ne? Man sagt, nö, das ist 30.000 Gold wert, ja dann... kauft man es raus. Und ich würde wahrscheinlich 10% das nehmen. 3.500 Gold oder sowas. Um und bei. Genau, das ist auch das Gute im Rotkammgebirge. Ihr müsst nämlich nicht immer sofort zurück zu den Questgeberinnen und Gebern, sondern ihr questet hier einfach durch. Das würde ich jetzt gerne noch zu Ende machen. Dann sind wir zwar nicht so ganz bei der Stunde, aber also ein bisschen mehr wieder, aber ich habe ja ein paar Sachen auch wieder erklärt und im Zweifel runde ich dann halt auf. Ist das lustig, wenn die anfangen hier zu brennen. Soll ich doch mal Versenge nehmen, gerade für diese, für die Gegner, die so gerade eben noch Lebenspunkte haben, ist Versenge nicht verkehrt, um nochmal ganz kurz so einen Cast da reinzuzwiebeln. Also Kisten haben wir nicht. Ich muss uns hier um den Bogen herum machen hier.
gucken, ob hier eine Kiste ist. Nee. Ja. Aber es gibt schön so einiges an Stoffen, die wir hier produzieren können. Sonst haben wir so viel Gold, das würde ich auch Leinen und Wollstoff jetzt nicht mehr unbedingt verkaufen, sondern nutzen. Um hier das klassische Schneider-Bracket auch zu bedienen. Oh, praise the Lord, Level 20. So, hier runter gehen, der spawnt hier relativ schnell wieder nach. Wir nehmen jetzt hier den Weg zurück. Ja, Machtverschiebung ist... ganz nett, ein ganz netter AOE-Zauber. Nehmen wir mal. Was geht jetzt hier? Direkt weiter. Naja gut, Leute, wir nehmen hier Kill-Speed, Kill-Erfahrung mit und hast du nicht gesehen. So, allerdings, ja, passt auf, ne, wir haben eine Stunde rum. Ich porte mich jetzt hier raus, zurück. Wo kommen wir da eigentlich hin? Achso, genau, Zwergendistrikt. Zwergendistrikt ist super. Und wann kommt eigentlich Sturmwind? Ach, Unsichtbarkeit haben wir auch schon. Ja, das ist ja, genau, das ist gut. So, das ist auch so ein sogenannter, wie sagt man, Oh-Shit-Button. Was? Echt, den kann ich jetzt nicht nutzen, dank TSM. Also TSM hat manchmal so Stilblüten, aber egal, das ist jetzt wurscht. So, ich will mal gucken, was ich jetzt hier verkaufe. Nein, nicht verkaufen. Ich kann ja entzaubern. TSM Destroy. / TSM Leerzeichen Destroy. So, ne, das will ich jetzt genau ignorieren. Genau, den nicht entzaubern. Die können wir entzaubern. Den nicht entzaubern. Banditenumhang, 15 Gold. Kann ich erstmal reinstellen. So, den auf keinen Fall. Dann nur die Soldatengamaschen. Den zauber ich. Oh, gibt sogar eine Essenz hier schon. Ja, da muss ich mal kurz TSM deaktivieren. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass er da teilweise rumzickt, aber dann machen wir das jetzt so. Die natürlich nicht hier. Sonst noch Seelengebundene? Ne, das sind sie hier. Den Rest behalte ich erstmal. Jetzt muss ich TSM wieder anmachen. Muss man nicht verstehen. Nein. So. So, diese Schuppenpanzerdinger haue ich jetzt mal für, was weiß ich, 6,999 rein. Regionaler Verkaufspreis ist gering. Ich nehme nochmal 499. Schuppen, Schuppen, Schuppen. Den Rundschild für 699. Banditenumhang stelle ich mal rein für 249. Finde ich teuer, aber ist egal. Handwerkswaren, Eberrippchen. Den Crap verkaufe ich alles. Blitzlord Makrele, CS Kondofleisch nicht, so, das kann dahin.
So, Knoll, Schädelberster, 1,6 Regionsverkaufspreis ist schon hoch. Dann kann ich mal, ich gehe jetzt mal auf 8000 Gold. Vielleicht triggert das dann die Person. Entweder unterbietet sie oder sie sagt: Moment, das ist, nehmen wir mal das Vierfache des Regionsverkaufspreises, sind wir bei 6,469 aufgerundet. Ich nehme jetzt mal 8000 Gold dafür. Gravierte Lederhose. Unterbieten wir normal. Achso, große ewige Essenz ist auch Handwerkswaren. Großer glänzender Splitter auch. Müsste ich eigentlich bewahren. Können wir nachher aber die Shuffle-Prozesse nutzen, das zeige ich dann. So, Metallschild mache ich mal 899. Panzerarmschienen unterbieten wir auch ganz normal. Leichter Jagdbogen unterbieten wir auch ganz normal. Musterrote Wolltasche brauche ich ja selber noch für die Schneiderei. Ja, das ist halt Daddeldu. Das ist wirklich Daddeldu. Schwarzwelpentunika, dafür habe ich schon gutes Gold bekommen. Dafür nehme ich mal 5000 Gold. Rezepte ruhig hoch einsetzen. Im Zweifel könnt ihr sie selber nutzen. Aber ich weiß nicht, was es ist. Aber diese Dinger sind serverübergreifend oft so Nischen. Gerade wenn hier, wenn sie jetzt niemand anders reinsetzt. Und die Leute zahlen für Rezepte, einfach weil die faul sind und gar nicht gucken, wo gibt es etwas. Diese Summen werden bezahlt. Kein Spruch, echt kein Spruch. Ich nehme jetzt mal 4000, ich will es nicht übertreiben. Ich nehme mal 4000. Ich hinterfrage es nicht, ich nehme das Gold einfach mit. Sollen die Leute doch machen. Weil ich immer denke, so, wer ist bitte so wahnsinnig? Hier Wächterrundschild nehme ich mal 1000 Gold. Wer ist so wahnsinnig und gibt diesen ganzen Quatsch dafür aus? So, verkaufen. Genau, ich setze die Sachen erstmal ins Auktionshaus, die ich jetzt hier zum Verkauf deklariert hatte und freigegeben habe. Seht ihr da jetzt, ne? Über Maximum. Ja, hier ist mein Cap, meine TSM-Gruppe, meine Operation sagt hier Cap. Man hört das Mausrad. So, den ganzen anderen Quatsch kann man nämlich jetzt verkaufen. Was habe ich von gesagt, was ich verkauft habe? Genau, ich wollte ja nochmal wieder so ein Hochzeitsdings holen. So, der natürlich nicht. Den Verkauf hat das auch nicht hier. Prächtiges Fell. Interessant. Ach ja. Das kann als Werk Wollstoff behalte ich natürlich. Morgen und Flosse, kleines Spinnenbein. Die Geschichten. So, alle verkaufen. Tschüss, tschüss, tschüss. Schadrote Begonienstrauß ist seelengebunden. Der kann dann auch weg. Und was haben wir eben gesagt? Was wird. Achso, hatte ich schon die Spinne zugeordnet. Rotkammtrandel. Aha, die hat er. Doch hier. Ach, die hat er hier an dieser. Interessant. Warte mal, da gucken wir mal kurz. Da will ich mich mal kurz vergewissern. Bevor wir da jetzt einen Fehler machen. Ja, genau, Andreas. Genau das habe ich gesucht. Okay, hier. Für 98 Gold. Ja, unterbieten wir auch mal normal. Neunundneunzig Gold kommt hier in die Gruppe. Ich überlege noch, ob ich jetzt für die Haustiere eine eigene Gruppe mache und da nur eine Formel, also da wirklich nur die Standardformel. Das machen wir jetzt nochmal anders. 99, wartet mal bitte. Wartet mal, als ob ihr sagen könnt, nee, ich warte jetzt nicht. So, Remove, Basisgruppe, da mache ich mal eine Haustiere. So, und da müsste jetzt die, da packe ich die rein. Und die meine ich, die hat jetzt die Standardformel. Hier die Default. Da lasse ich sie drin.
Da mache ich, die, da habe ich jetzt keinen Bock, die zu bewirtschaften. Die Haustiere haue ich alle hier in diese Standardformel rein. Da komme ich mich nicht weiter drum. BOE-Items, Sachen, Craft-Sachen, die möchte ich managen, die möchte ich beherrschen. Da komme ich mich drum. Das ganze andere Gedöns ist, wurscht. Ne, das war das nicht. Ich muss das nochmal hier rein. Also Auktionen, meine Auktion. Was haben wir denn gesagt? Wurde da nicht was verkauft von? Habe ich nicht erzählt, dass irgendwas verkauft wurde? Habe ich mich vertan? So, erstmal die ganzen abgelaufenen Sachen stellen wir wieder nach. Ja, ihr seht, das Inventar ist. Guckt euch das Drama an, ja? Guckt euch das Drama an. Also den ganzen Kladderadatsch nochmal hinterher. Grizzly Cape für 19.000 ist. Ich gerade selber, ob das nicht zu viel des Guten ist. 20.000, ja, 6.000 Regionsverkaufspreis, das finde ich schon hoch, aber 19.000, da überlege ich nochmal, ob ich das nochmal anders anders reinsetze. Ach, jetzt kommen wir wieder nach Throttling, also ihr seht, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 11. Ja. Damit sind wir wieder bei dem Punkt. Das ganze Thema Auktionieren kostet entsprechend Zeit. Wir kommen jetzt in diesen Throttle rein. Insofern ist es live dokumentiert. Jetzt versteht ihr auch, warum viele einen Zweit-Account haben. Ja, dann ihr macht euren Kram und habt nebenbei einen Auktionshaus-Char, der sich genau darum kümmert, ja, und dann kann man die ganze Zeit das AHA-Camping machen. Das ist halt so nicht machbar, so, ne? Das heißt, die Leute investieren dann schon die doppelten Ressourcen und so ein Auktionshaus-Char rechnet sich dann auch überraschend zeitig. Aber das wäre mal was für irgendwann mal ein anderes Projekt, ja? Also nebenbei die ganze Zeit, also ich spiele und nebenbei auktioniere ich immer, aber das ist, jetzt gar kein Thema. Hier wäre eigentlich das langfristige Ziel, also so ein Meilenstein, ich für mich haben möchte, so diese, dass wir die Million Gold knacken. Wann und wie viele Stunden brauchen wir dafür, werden wir sehen. Der absolute Jackpot wäre natürlich die, sich die Ultimate Edition der nächsten Expansion kaufen zu können. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir schon im Throttle. Und auch dieser Felsenkratzer, 19.000 Gold, ne? Ist die Frage, ob man nicht Leute anteasert, wenn man ein bisschen weniger dafür nimmt. 9.000 Gold haben oder 10.000 oder 20.000 nicht haben. Und psychologisch... Das ist muss ich nochmal gucken, ich glaube, das ist mir zu viel. Ich würde das dafür nicht bezahlen. Ich glaube, es ist zu viel des Guten. Also der Misserfolg bei Auktionen, sage ich auch ganz offen, ist bei vielen einfach die Gier. Halt immer das Maximum rauszuholen. Also was ich nicht verkauft, ist null. Etwas für 70% dessen, was ich gerne hätte zu verkaufen, 70% liquide, das ist Gold, was ich habe. Wenn ihr nachher in einer Luxussituation seid, dass es nicht so die Rolle spielt und sagt, pff, entweder kauft das dann jemand für 20.000 Gold und wenn nicht heute, dann erst im März nächsten Jahres, dann ist das auch in Ordnung. Ich will damit nur sagen, gerade jetzt, wenn es um Kapitalaufbau geht, ruhig ein bisschen defensiver und das ist mir, glaube ich, das ist mir too much, die hole ich da raus. So, und deswegen finde ich das Schubladensystem so mega flexibel. Ich hau das mal rein für 9.000 Gold, also 8999. Das finde ich irgendwie sinnvoller. Das andere ist mir zu viel des Guten, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist in Ordnung. 9.000 Gold ist in Ordnung und
Könnte mal hier bei diesen höherpreisigen, ich gucke einfach mal. Nee, Cancel Scan auch nicht. Ist wieder so ein Zeitfaktor. Das haben wir jetzt hier gemacht. So, ja, da ist einiges reichlich hier drin. Das ist super. Das ist super. So, der Ledger sagt hier Einnahmen. So, also der verkauft sich irgendwie gut, der weiße traditionelle Hamburger. Also das sind hier meine Top-Selling Items. Damit haben wir jetzt 6857 Gold insgesamt gemacht. Ich kann jetzt nochmal einen Moment einfach weiterspielen. Wir machen jetzt die anderthalb Stunden voll. Denn ich habe jetzt so dann deutlich überzogen über dieser einen Stunde, dass ich jetzt sage, dann machen wir jetzt eine 90-Minuten-Folge draus. Kann ja schon mal gucken. Wir produzieren schon mal ein paar Leinstoffballen. Was haltet ihr davon? So, was ich auch interessant finde, TSM rechnet euch den Profit aus. Also Leinstoffballen ist hier Minus. Da lohnt sich das Shuffle nicht. Aber die Leinstoffhose herzustellen würde 47 Gold Gewinn bringen. Vorsicht damit, ja, das sind immer nur so Richtwerte. Er rechnet sich dann immer aus, wie viel ist die Hose denn wert eigentlich, ja. Und, 50 Gold brächte sie. So, und dann, wenn ich dann die Leinenstoffballen irgendwie da rein investiere und ziehe das dann ab, habe noch eine Auktionshausgebühr von diesen 5%, dann rechnet er den potenziellen Gewinn aus. Ihr seht aber auch, 9 Auktionen sind da schon drin. Also sind schon 9 andere mit euch unterwegs. Wenn man die Auktion nicht überwacht und nicht regelmäßig in Cancel Scan geht, ja, wenn man das regelmäßig macht, ist es nicht so, also mehrfach am Tag, also nicht eine Stunde nonstop Cancel Scan, sondern früh vormittags, spät vormittags, mittags, nachmittags, spät nachmittags, frühabends, spätabends, nachts. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr schon relativ weit. Das Endgame ist, genau das 8 Stunden am Tag machen zu können und dadurch habt ihr gegen No-Lifer keine Chance. Es liegt nicht an euch, es ist okay. So, und die investieren halt irgendwie diese Zeit, weil sie es können. Umstände sind egal, warum jemand da 8 Stunden am Tag oder 10, 12, es gibt auch 14. Ich habe in meiner Friendlist immer HPVP-Leute gehabt, die sind 14 Stunden online mit ihren Hardchars. Jeden Tag, 7 Tage die Woche. Soll man sich darüber aufregen, wozu? Also warum? Ja, wenn jemand diese Zeit investiert, ja, dann kann man da dann das Gold pro Stunde mal rausrechnen, ne? Also jemand, der dann irgendwie 80, 90 Stunden unterwegs ist, dann sieht das Gold pro Stunde dann auch nicht mehr so gut aus. Aber der Punkt ist, ihr könnt natürlich völlig anders operieren in anderen Geschichten. So. Das heißt, irgendwann muss ich mich entscheiden, möchte ich solche Sachen wirklich ins Auktionshaus setzen? Gerade wenn sie mehrfach nicht verkauft worden sind. Und da müssen wir dann mal gucken. So. Und daher ist diese Expire-Geschichte, die dann auslaufen, wiederkommen, die möchte ich gerne mit euch dann entsprechend locken. Die zurückkommen in das Auktionshaus, so wie hier abgelaufen, hier Kokolisken-Steak. Seit letztem Verkauf 2-mal und abgebrochen 1-mal. Wenn dann nachher Items sind, die 50, 60, 70 mal abgelaufen und abgebrochen sind, hat man darauf dann irgendwie Bock langfristig. Muss man dann gucken. Also nicht bei so einem Gegenstand, der dann hier viel Gold bringt. So. Damit sind wir dann wieder bei diesem Thema Mindset. Einerseits, auf der anderen Seite ist es auch für eure geistige Gesundheit wichtig, sich da nicht irgendwie komplett wegzufenstern, sondern ihr müsst euch fokussieren und dann werdet ihr irgendwann selektiv auf die Items, die das betrifft. Und dann sind wir nämlich nachher wirklich bei den Gruppen, sind wir dann bei den Sachen, die dann eben nicht mehr hier anfangen. Ja, die kann man dann irgendwann löschen oder warum auch immer. Und Sachen, das ist eine Falle, damit beschäftige ich mich gar nicht, sondern ihr nehmt nur noch Gegenstände. Ja, vielleicht komme ich an den Punkt, da sage ich, Leute, das hier, bis hierhin lösche ich. Ich gucke noch, ist es ein Gegenstand, den würde ich für 249 einstellen oder nicht. Und mit diesem ganzen Quatsch darunter beschäftige ich mich nicht mehr. Da muss man aber erstmal hinkommen, dass sozusagen die Evolution eurer Wertschöpfungskette muss dahin kommen, dass ihr die Freiheit habt, wählerisch zu sein bei der Qualität der Sachen, die ihr in das Auktionshaus einstellt. Und mit Qualität ist dann damit vor allem auch gemeint, abseits der Stapelwaren, Handwerkswaren, wie viel Gold bringt mir das? Also die Stückkosten, was kommt denn da rein? Und gute Lucky Drops, die richtig viel wert sind, die behaltet ihr dann natürlich, ne? Wie diese Geschichten, die jetzt nominell 15, 15, 20.000 Gold wert haben. Das ist aber irrelevant. Das ist eine ganz große Falle, gerade für die Einsteigerinnen und Einsteiger unter euch. Wert ist das eine.
was liquidiert werden kann, das bestimmt der Markt. So. Und dadurch haben viele ungeheuer viel Stress, bisschen zu differenzieren, was behalte ich eigentlich, was stelle ich in das Auktionshaus, und es ist in Ordnung, das Ganze ein bisschen minimalistischer anzugehen. Ich nehme natürlich jetzt hier dieses gesamte breite Spektrum, weil ich das jetzt auch demonstrieren möchte. Und dann sieht man die Erfolge, Misserfolge. Dann wird irgendwann sortiert und rausgeschmissen. Und dann fangt ihr auch an, Sachen zu entzaubern. Ihr entzaubert Sachen. Ist doch nicht schlimm. Und was wir dann auch gucken können nachher, und deswegen finde ich TSM auch so mächtig. Jetzt gehe ich mal kurz wieder hier auf unsere klassischen Schneiderei-Geschichten bei den einfachen Leinhosen. Ist beim weißen Gegenstand, ja, Vorführeffekt, das ist jetzt ziemlich irrelevant. Bei den grünen Gegenständen sehen wir dann nachher, hier das auch nicht, hier, die kann man nicht entzaubern, die haben keinen Verkaufswert. Filter machen wir mal, hier Taschen, was nehmen wir denn mal? Genau, Materialfallen, genau, Classic, weil ich nur klassische Schneiderei gelernt habe. Wir nehmen jetzt mal hier bei den Hosen, hier zum Beispiel die Hexazwirn-Gamaschen. Sieht man den Entzauberungswert? 5 Gold. Und wenn der höher ist als der Regionsverkaufspreis oder ähnlich, kann man gucken, ja, kümmert man sich mehr um die Materialien, ja, anstatt die jetzt hier ins Auktionshaus zu kloppen. Und da ist TSM mächtig, dass ich irgendwann Shuffle-Prozesse habe und produziere vielleicht mit Seidenstoff Sachen und dann gucken wir, was bringen die im Auktionshaus, werden die überhaupt verkauft? Hier sind 10 Auktionen für 52 Gold. Azurblaue Seidenhose, können wir mal kurz gucken, wer soll den Quatsch kaufen? Wer soll 10 Stück kaufen? Dann haben Leute wahrscheinlich Schneiderei gelevelt, haben das ins Auktionshaus gerotzt, sage ich mal. Hier, guckt euch das an. 10 Stück. Vielleicht sogar von einer Person. Bestimmt von einer Person. Also, das ist halt sinnfrei. Das macht nur die Taschen voll, falls jemand sagt, na egal, ja, wenn sich eine davon verkauft, dann bin ich nicht nur Break-Even, sondern habe ich schon Profit gemacht. Das ist okay. Aber im Grunde nach ist das hier Quatsch. Das ist Quatsch. Und ich habe mich mit vielen unterhalten, die sagen, Andreas, ich habe keinen Erfolg, ich habe irgendwie 700 Items im Auktionshaus. Dann haben wir festgestellt, aber nur 100 unique, ja, weil die anderen teilweise 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mal eingestellt worden sind. Sag, schmeiß die anderen raus, dann hast du nur noch 100. So, dann baust du auf 700 und zwar einzelne, 700 verschiedene, darum geht es immer. Ja, also eine Hose 10 mehr herzustellen, sind nicht 10 Items im AH. Das ist nach meiner Mimik dessen, wie ich das qualifiziere, ein. Das ist ein Gegenstand meiner. So, genau da möchte ich euch hinbringen, ein Gefühl dafür zu bekommen, eine Struktur, wie manage ich die Geschichte und wie filtere ich die Sachen, die wertvoll sind, raus versus Crap. So, eine Stunde 22, paar Minuten hätten wir jetzt noch. Jetzt habe ich natürlich den Ruhestein, weil ich völlig unfähig bin, nicht gelegt. Gut, ist aber noch nicht abgelaufen. So, wir wollen jetzt zurück ins Rotkammgebirge. Oder nö, das machen wir. Genau, ich mache Garnisonsruhestein. Wir gehen mal kurz in die Garnison zurück. Denn es gibt ja ein paar Ressourcen, die nehme ich natürlich mit hier, ne? Die sich hier vor euch aufstapeln, so. 296 Garnisonsressourcen, die nehmen wir dann schon mit. Und ich glaube, wir hatten hier noch eine Flugquest offen. Im Moment hatten wir nicht... Hm? Okay, da habe ich mich vertan. Ich habe gedacht, wir haben da... Ich dachte, meine Quest, habe ich mich vertan. Doch, die... Ah, doch, hier. Die Geheimnisse von Gorgon. Okay, aber... Dann machen wir hier oben kurz weiter. Nächste Folge mache ich aber Rotkammgebirge weiter, um die Sachen zu zeigen, die ich zeigen wollte. Habe ich jetzt hier nicht unbedingt geschafft, aber wir haben trotzdem ein bisschen was gelevelt. Sind auf Level 20. Denn ihr wollt ja bei diesen Sachen, ihr wollt fliegen. Leute, ihr wollt fliegen können in Draenor. Nein! Ich dachte schon, die Aufnahme ist mir jetzt flöten gegangen. Ich
Die habe ich gleich kurz Schiss gehabt, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich dachte, der PC spinnt rum. Sekunde eben. Kurz gucken, ob hier Internet läuft. Ja, muss er laufen, alles klar. Oh, ich bin erschrocken. Gut. Nee, schon wieder. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Ja, Leute, das ist jetzt irgendwie der Vorführeffekt. Er lässt mich irgendwie nicht rein. Ich muss dann nachträglich wahrscheinlich jetzt die, unsere Gold pro Stunde Liste nachträglich pflegen, denn er lässt mich hier gerade. Er schmeißt mich sofort wieder raus. Interessant. Ich probiere es jetzt nochmal. World of Warcraft spielen. Ich probiere mich mal auf einen anderen Charakter einzuloggen. Und ich habe jetzt Schiss, dass die ganzen TSM-Einstellungen, wo man einfach so ein Disconnect hat. So, okay, also das. Das hat er. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob er hier die Annahmen, das hat er gemacht. Hat er jetzt die Gruppen? Ich hoffe, das hat er jetzt nicht. 8, 9, 9. Grizzly Cape. War das das? Ich habe doch irgendwas umsortiert. Hat er jetzt. Das kann natürlich sein, dass er das jetzt nicht gespeichert hat. Das wäre jetzt irgendwie ärgerlich. Also wir haben zumindest 5.997 und ich gucke jetzt mal, also neuer Versuch. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, ihr Lieben, dann ist das jetzt hier eine 90-Minuten-Folge. Ja, ich habe ja bisher ein paar Mal irgendwie ein paar Minuten drauf addiert. Das haben wir nicht ganz. Doch jetzt zum Schluss schaffen wir die 90 Minuten, aber dann ist es so. Dann sind wir jetzt hier bei 90 Minuten, mache ich jetzt mal drauf. Ja, leider ist das jetzt hier gescheitert. Tut mir leid, ich weiß nicht, was es ist. Das ist dann ein bisschen eher der Nachteil, wenn ich das hier so in einem Stück aufnehme. Ich habe auch keine Lust, das zusammen zu cutten. Wir lassen das jetzt so. Ich fürchte, beim nächsten Mal muss ich jetzt mit euch die Sachen in den Gruppen. Kann sein, dass er das jetzt alles, weil wir jetzt diesen Hard-Out-Block haben, dass er das jetzt nicht gespeichert hat. Wollen wir mal gucken. Davon lassen wir uns nicht entmutigen, ja? 5597 durch 15 Stunden. Wir sind immerhin bei 373 Gold. 373 Gold. Es gibt Schlimmeres. So, also 1,5 Stunden. Dadurch, dass ich auch nie bei 60 Minuten war, sondern drüber, sind wir jetzt roundabout, kommt das wirklich hin jetzt mit 15 Stunden netto. Wir sind in dieser Range im unteren dreistelligen Bereich Gold pro Stunde. Das wird noch eine ganze Weile irgendwie so dauern. Gerade jetzt, weil wir in diesen ganzen Aufbauphasen sind. Wir nähern uns ganz, ganz langsam den 10.000 Gold. Wollen wir mal gucken. Ich danke euch hier fürs Zuschauen. Es war schon cool, dass ihr da wart. Es wäre schon cool, wenn ihr wiederkommt. Ich freue mich über die Daumen in die Kommentare. Playlist ist verlinkt. Vielen Dank für eure Unterstützung, für den Support. Ein bisschen doof ist jetzt, dass er hier zum Schluss mich hier so rausschmeißt. Aber das kann ein Problem dieses Phasings sein. Hier im Schattenmontal und so weiter. Ich glaube, ich habe das schon mal gehabt. Ja, die TSM-Geschichten holen wir dann nächstes Mal nochmal so ein bisschen nach. Das ist aber nicht schlimm. Zum Glück haben wir die Auktion eingestellt. Soweit läuft jetzt erstmal alles. Ich gucke mal, ob ich bei der nächsten Folge ein bisschen mehr Glück habe.
Denn ich wollte euch ja noch im Rotkammgebirge was zeigen. Das holen wir dann nach mit Folge 19, ihr Lieben. Vielen Dank vor allem für euren Support. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank für diese riesen positive Resonanz. Und ich hoffe, euch kann das ein bisschen inspirieren. Ich sagte ja schon, das ist für mich das Wichtigste, euch Impulse zu geben. Und ihr sagt, euch gefällt das. Ja, und dann will ich gleich mal gucken, wieso ich hier laufend rausgeschmissen werde. Vielleicht muss ich einmal hier komplett die Verbindung resetten. Weiß nicht, warum er mich da killt. Gucken wir mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank. Und wir sehen uns in Folge 19. Wie, ihr seid nicht da. Ich kontrolliere das. Durchzählen. Tschüss, ihr Lieben.